Guten Tag, mein Name ist Bormann, ich bin Lehrer in Berlin. Ich habe hunderte von Videos gemacht zum Thema Corona. Ich lag letztes Jahr im Krankenhaus mit Herzflimmern. Manche Leute haben mir auf den Kopf zugesagt, beziehungsweise in die Kommentare zu meinen Videos geschrieben, hey, das ist ja eine Psychose, die du da hast. Ja, eine Psychose ist eine Angststörung und diese Angststörung, die ist immer noch nicht so ganz weg, ist immer noch ein bisschen da. Heute bin ich mal ein bisschen relaxter, heute kann ich vielleicht mal ein bisschen lockerer sprechen und entspannter. Und ich arbeite daran, dass ich jetzt mit dieser Situation, in der wir hier stecken, ein bisschen besser klarkomme. Nach 2 Wochen Sperre von YouTube bin ich jetzt wieder da. So. Und das ist vielleicht eine ganz gute Gelegenheit, um mal die Karten auf den Tisch zu legen. Woher kommt denn diese Angststörung? Ja? So, die Angststörung kommt daher, dass ich einfach sehe, dass unsere Bundesregierung autoritär und unverhältnismäßig mit uns umspringt. Und das ist ein Zustand, den kann ich nicht ertragen. Und das habe ich deutlich gesagt und meine Kritik angemeldet. Und wenn dann darauf so reagiert wird, wie das in meinem Fall der Fall war, dann wird es eher schlimmer als besser. Ja? Die Videos, die ich inzwischen gemacht habe und eingestellt habe, die finden Sie auf meinem BitChute-Kanal. Den habe ich so als wichtigsten Alternativkanal mir jetzt aufbereitet und ja, ich finde es wichtig, dorthin zu gehen, wo die Informationen sind. YouTube ist inzwischen relativ blutleer. Ich habe ja schon vor einiger Zeit gesagt, YouTube ist dead red. Ist so. Inzwischen ist YouTube geradezu verwest in diesem Zustand, in dem es jetzt ist, wo es anfängt, Kritiker der Corona-Maßnahmen zu demonetarisieren, das heißt ihnen kein Geld mehr zu überweisen, weil sie ja irgendetwas sagen, was der Regierung nicht gefällt. Das ist ein Zustand der Unfreiheit. Das ist ein Zustand der Bevormundung. Das ist ein Zustand, der in einer Demokratie gänzlich unakzeptabel ist. Ja? Und das Video, weswegen ich jetzt hier gesperrt wurde, enthielt angeblich medizinische Missinformationen. Ich habe es mir nochmal angeguckt. Es könnte vielleicht die Information gewesen sein, dass es so etwas gibt wie ein Saisonverhalten bei der Grippe. Ja? Dass man im Sommer eben weniger damit zu rechnen hat zum Beispiel. Aber das bestreitet eigentlich gar keiner. Mein eigentlicher Fehler war, glaube ich, dass ich die Rhinoviren nicht richtig auf dem Schirm hatte, dass es die im Sommer eben dann doch gibt. Ja? So, aber ich will hier nicht über Viren quatschen. Das ist hier wirklich kein Video zum Löschen meines YouTube-Kanals. Ja? Also das ist einfach nur ein Video, um mal wieder zu sagen, hallo, ich bin wieder da. Nach 2 Wochen Sperre bei YouTube bin ich wieder da. Ja. Einige ärgern sich, einige freuen sich. Ich kann mit dieser Situation nichts anfangen. Das geht so nicht, wie sich YouTube verhält in Bezug auf die Meinungsfreiheit, die in Deutschland Gesetz ist. Jetzt können Sie ja sagen, oh, wenn da was Falsches berichtet wird, dann kann man es ja löschen. Hallo? Dann soll YouTube wenigstens so ehrlich sein und ein Feedback melden, was denn falsch war. Man kann nicht einfach behaupten, da war was falsch und das ist es dann. Ja, so ein Quatsch. Und so springen die mit erwachsenen Leuten um, ja? Mit Menschen, die 2 akademische Abschlüsse haben, wie mir. Also, wir leben inzwischen in einem autoritären System, welches keinen Widerspruch duldet. Das ist schade. Das ist traurig. Da muss man eben dahin gehen, wo man den Mund noch aufmachen kann. Und deswegen ist mein Alternativkanal bei BitChute jetzt inzwischen frequentierter als dieser hier bei YouTube. Ja, also bitte.
anmelden, abonnieren und vielleicht auch meinen Telegram-Kanal noch abonnieren. Also wenn YouTube dann irgendwann hier ganz weg ist, weil es sich selbst abschaltet, weil nur noch Stuss da ist, weil kein Mensch diesen Scheiß hier mehr sehen will auf YouTube, der hier noch zu sehen ist, also sozusagen die dummen Reste, die nicht nachdenken, die alles fressen, was von der Regierung vorgesetzt wird, die will kein Mensch sehen. Das ist meine These, das ist meine Meinung. Muss man jetzt das Video hier auch wieder löschen und mich abschalten? Mein Gott, wie armselig ist das. Ich bin jemand, der offen diskutiert, mit einem offenen Erwartungshorizont, der sachlich diskutiert. Die Regierung hier ist scheiß autoritär im Moment und das ist eigentlich ein Zeichen von rechts, 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 rechts. Ja, so, zu Leuten wie mir wird jetzt gesagt, ihr seid rechts, 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 rechts. Kann ich einfach nur sagen, Jungs in der Regierung, Jungs da oben, und Mädels natürlich, wir haben euch durchschaut. Ihr seid Gaslighter, ja? Ihr seid Leute, die 180 Grad das umdrehen, was ihr selbst tut und uns in den Wahnsinn treiben wollt mit dem, was ihr da macht, ja? Und die Impfung bleibt freiwillig. Wissen wir warum? Weil kein Mensch die Verantwortung für diese Impfung übernimmt für sie, wenn sie sich impfen lassen wollen. Schreiben Sie mal an eine Versicherung, ob sie Ihnen eine Sterbeversicherung abschließt, wenn Sie vorhaben, an experimentellen Arzneimittelstudien teilzunehmen. Jetzt, sofort. Also ein Versicherer ist doch saubescheuert, wenn er nicht sofort in seine Versicherungsklauseln reinschreibt, ins Kleingedruckte. Ausgeschlossen von Sterbegeldzahlungen sind die Folgen der Teilnahme an experimentellen Arzneimittelstudien. War das ein guter Satz? Also ich bin mir sicher, dass die Versicherungsmathematiker und die Versicherungsjuristen so viel bessere Sätze finden fürs Kleingedruckte, damit schon mal klar ist, die Folgen der Impfungen sind nicht mitversichert. Ja? Dann hat die Versicherung auch wieder einen vernünftigen Preis.